Guten Abend, liebe Zuschauer. Börse ähnelt oft dem Fußball. Es gibt Aufsteiger und Absteiger. Der Abstieg macht auch nicht vor großen Namen Halt. Getroffen hat es nun eine deutsche Industrie-Ikone. Ein Unternehmen, das von Beginn an gut 30 Jahre lang im DAX war. Ein Giganten, dessen Rohstoff Stahl Deutschland wirtschaftlich wieder vorangebracht hat. Eine Ruhrpott-Legende, einstige Perle im Revier. Man könnte noch viele Namen finden. ThyssenKrupp. Der Konzern steigt aus dem DAX der ersten Börsenliga ab. In die zweite Liga, den MDAX. Aufsteiger ist MTU. Das Unternehmen ist führend im Geschäft mit Triebwerken für Flugzeuge und Schiffe, zivile wie militärische. Die DAX-Auswechslung wird am 23. September wirksam. ThyssenKrupps Abstieg spiegelt die schlechte Geschäftslage, den Bedeutungsverlust und Wertverfall des Unternehmens wider, die sich über lange Zeit hinzogen. Gründe dafür gibt es viele. Managementfehler und Fehlinvestitionen, unter anderem in ein Stahlwerk in Brasilien. Ständige Machtrangeleien im Aufsichtsrat. Und die Absage der Stahlfusion mit dem indischen Konkurrenten Tata durch die EU-Kommission. Mit ihr zerfiel auch die geplante Aufspaltung ThyssenKrupps in zwei Teile. Stahl und Technologie, die den verschuldeten Konzern wieder zukunftsfähig machen sollte. Die Auswechslung ThyssenKrupp raus, MTU rein in den DAX hat Folgen. Mit ihr geht ein Imageverlust des Absteigers einher. Der Aufsteiger MTU erhält mehr Aufmerksamkeit. Vor allem internationale Investoren schauen auf die erste Liga, den DAX. Wer drin ist, ist bei Investoren gefragt, wird eher wahrgenommen. Fonds, die den DAX 1:1 wie ein Puzzle nachbilden, tauschen sofort aus. Verkaufen Aktien des Absteigers ThyssenKrupp, kaufen dafür welche des Aufsteigers MTU. MTU profitiert vom weltweiten Boom in der Luftfahrt, beliefert Airbus und Boeing. In jedem dritten Flugzeug auf der Welt steckt MTU drin. Der Konzern liefert spezielle Teile für die Triebwerke. Am meisten verdient er dann mit der Wartung. Die Zukunft soll umweltfreundlicher sein, Triebwerke auf Elektro- und Brennstoffzelle umgerüstet werden. Der Lebenszyklus eines Triebwerks beträgt 40 Jahre. MTU ist gewohnt, in langen Zeiträumen zu denken und kennt selbst das Auf und Ab. Vor 15 Jahren verkaufte der damalige Mutterkonzern Daimler MTU an Finanzinvestoren. Sie brachten das Unternehmen erfolgreich an die Börse. Jetzt der DAX-Aufstieg. Die Aktienkurse von MTU und ThyssenKrupp spiegeln die Geschichte von Aufstieg und Fall. In nur zwei Jahren hat ThyssenKrupp mehr als die Hälfte seines Börsenwertes verloren. Im selben Zeitraum hat sich der von MTU mehr als verdoppelt. Diese Wertentwicklung und wie rege die Aktien von Anlegern gehandelt werden, begründen den Austausch im DAX. Der stieg heute erneut wegen der Hoffnung auf einen geregelten Brexit und der geplanten Wiederaufnahme der Handelsgespräche USA-China im Oktober. Rund 0,9% gewann der DAX auf 12.127 Punkte. Bei ThyssenKrupp geht nun die Angst vor einem weiteren Jobabbau und einer Zerschlagung um. Der Konzern ist auf das zurückgeworfen, was ihn einst groß gemacht hat, Stahl. Alleine wird ThyssenKrupp nicht gegen die Stahlmacht der Chinesen bestehen. Im Gespräch ist daher ein deutscher Stahl-Champion. Nicht die schlechteste Idee. Seine erfolgreiche Aufzugssparte will ThyssenKrupp verkaufen oder an die Börse bringen, um an Geld zu kommen. Die Chancen dafür stehen gut. In 10 Jahren wird ThyssenKrupp nicht mehr das sein, was es mal war. Der DAX-Abstieg aber hat nun alle Lebensgeister geweckt. Man werde nun mit aller Kraft arbeiten, so der Chef Kerkhoff. In seinen Worten schwang der Traum vom DAX-Wiederaufstieg mit. Im Fußball und an der Börse gibt es auch in der zweiten Liga gute Vereine. Entscheidend ist dabei das, was den Ruhrpott einst groß gemacht hat. Harte Arbeit, großer Kampfgeist.